Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Und ja, die Verfolgung von Black geht weiter. So, dann geht's ab nach oben. Pass auf, Voll dass in du meine dich bunte nicht Tasche. überanstrengst. Ja, ich bin fürsorglich. Notre Dame, Alter. Okay. Komm, da gehen wir mal nach drüben. Und gucken mal, was wir jetzt hier machen müssen. Ich bin echt gespannt. Ich habe das Spiel echt wirklich noch nicht gespielt. Im Gegensatz zu Assassin's Creed 4. Ich muss sagen, das mit dem System finde ich eigentlich ganz cool hier. Angeblich soll es auch möglich sein, dass du von einem Dach in so ein Haus reinspringen kannst. Also. Ah, komm schon. Ich prügel dir das Rückgrat weich. Komm her. Arno, geh da mal nach Komm hier oben. rüber. Also, warum geht denn der nicht nach oben? So, endlich hat er es mal geschafft zu kraxeln, ey. Ja, erreicht nicht, ich weiß. Och, Mann. Eigentlich müsste er zu uns sagen müssen, überanstrengend ich nicht. Wie weit ist denn der schon gerannt in der Zeit, Alter? Der ist zwar ziemlich alt, aber trotzdem ein Assassine, ne? Das darf man nicht vergessen. Der ist echt für sein Alter schnell und weit gerannt. Hui, hui. Und hui. Arno, der kommt da nicht rüber. Ernsthaft jetzt. Der kommt, aber hier kann er sich rüberschwingen oder was? So, nach da drüben geht's also. Attentate aus der Deckung, ja. Zu Café 43 Theatre gehen. Ich glaube das So. nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Ja, das ist dumm. Was wissen die eigentlich über diesen Sever? Der Ladebildschirm, der dauert wirklich ein Stück lange. Oh, es geht weiter. Reden die weiter oder? Ich ziehe mal meine Klinge. Zur Ratskammer gehen. Geschäfte! Ja, wir gehen. Was passiert Wir eigentlich? interagieren mal mit dieser Kollege. Verbrauchsgegenstände. Giftgas haben wir noch keinen. Betäubungsbombe auch noch nicht. Rauchbombe. Naja. Alles auffüllen. Machen wir mal schnell. Ansonsten Munition haben wir voll. Geldbeutel. Dietrich haben wir auch noch keine. Also wir könnten nur Medizin machen. Oh, wir haben jetzt eigentlich ordentlich Geld. Wir könnten uns auch gleich mal eine Waffe kaufen, theoretisch, ne? Ausrüstung. Nee, Waffen. Wenn man mir kaufen jetzt mal eine lange Waffe. Was gibt's denn da so schön für 3000? Gibt es schon. Für 1000, ne? Gibt's einen schönen Sponton? Das können wir uns noch nicht kaufen. Ist auch noch nicht. Ist auch noch nicht. Also, oder wir kaufen jetzt mal, einhändig. Auf jeden Fall mal eine schnieke Waffe. Der eigentlich mal ziemlich. Naja. Mit Hauptaugenmerk. Da die ziemlich gleich gut sind. Und ich auch auf Optik einen Wert lege, kaufe ich mir einen Fleuret. Ich hoffe, man spricht das jetzt auch so aus. Und nicht Wir bringen dieses Floret. Buch mit den Templer-Daten zu Ihrer Burg. Ja, Diese wurden sieht nicht zurückerfahren, definitiv Sir. edel aus. Du scheinst ihn nicht Besser sonderlich als zu unser mögen. altes, abgeranztes Er ist Schwert. Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte So, den ich Krieg versuche mal zwischen mit dem Assassinen gleich und schnell zu Templern laufen. beenden, die Revolution Manche zu können einem das gut, ich kann glücklichen es Ende überhaupt bringen und nicht. Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist So. schlecht. Es ist ein Come on. selbstgerechtes Hirngespinst. So. Die Tem Ah, okay. Ah, eine Die Völker Frankreichs Ratsversammlung. können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Serre. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist.
Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brichten wir Monsieur de la Serres Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis, und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Aber immer gerne doch. Und wir haben schon 5 Minuten aufgenommen und wir haben die Erinnerung 1 aus Sequenz 3 abgeschlossen. Die Abschlussfeier. Belohnung 2 von 2 Fertigkeitspunkten. Wir bewerten das mit sehr gut und fahren fort. So, können wir jetzt die Initiates-Truhen öffnen? Natürlich können wir es immer noch nicht. Was? Ich dachte, wir können das jetzt mal. Hör mal, was denn das? Ich will nicht eine andere Montur tragen, um wir könnten sowas so neu ausrüsten. Aufstellung, das machen wir jetzt mal. Was gibt's denn hier so Schönes? Die Leia-Sachen sehen gut aus, ne? Kaufen wir uns mal für 250 Livre. Oder Livre. Wie auch immer man es ausspricht. Ich habe keinen Plan. Alles schön in Leder. So muss es sein. Und Unterarme, was wäre das? Das können wir uns noch nicht leisten. Ah, Teile, das können wir auch noch nicht leisten. Beine. Können wir uns auch nicht leisten. Und hier können wir uns... Ach, schon da. Okay. Dann die Farben. Können wir uns da mal eine andere Zusammensetzung kaufen? Da... Ist das übelst teuer. Können sich überhaupt nichts kaufen, oder? Okay, aber jetzt haben wir mal ein bisschen neu ausgerüstet. Welche Freude. Das sieht mir irgendwie ein Stück cooler aus. Welche Freude, Arno. Okay, wir gehen erstmal nach draußen. Falscher Weg. Nee. Richtiger Weg. Doch, sowas. Ah, wie geil. Richtiger Weg. Nee, fahr doch richtig. Mein Orientierungssinn ist mal wieder der Hammer. Und ich habe jetzt definitiv mal Lockpick-Skill, ne? Psst, wir, wa? Was? Ah, komm schon, lade, drück schon mal wie viele Knöpfe, Alter. Ich will spielen, Mann. Lasst einen Gamer doch zocken, ne? Lasst einen Gamer doch zocken, verdammt. Ich will rumrennen und die Welt erleben, wie sie damals war. Ach, das sind Koop-Missionen. Da müsste ich nochmal, um die zu machen, PS Plus kaufen. Aber ganz ehrlich, und da hinten ist die erste Initiates-Truhe. Ich habe sie gesehen. Die Schimmer da ist gerade so gelb. Und die will ich jetzt haben, die erste Initiates-Truhe. Wo ist denn die? Die ist da. In die Shades-Truhe Nummer 1. Was haben wir da? Edwards Assassinen-Montur. Okay. Zeig's mir gleich. Gleich die nächste nochmal dann. Nein. Zeigt es mir nicht. Aber was ich jetzt machen wollte, ne? Fähigkeiten. Schleichen war es, glaube ich. Ja! Lockpicken können wir jetzt endlich. Endlich. So, da haben wir jetzt Lockpicken können. Ne? Können wir jetzt auch endlich mal Türen aufbrechen. Was? Spiel, okay. Wollen wir uns das noch geben? Oder erst im nächsten Level, in der nächsten Folge machen? Ich möchte schon gerne noch mal ein paar Truhen holen. Um zu sehen. Moment, da ist ja so eine Lockpick-Truhe, ne? Verschlossene Truhe, ja. Obwohl, ne, wir haben keine Zeit mehr. Naja, dann machen wir das halt in der nächsten Folge, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß und haut rein.